Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plants vs. Zombies zusammen mit der Lumi. Hallo. So, wir machen heute mal die Teamsieg, aber zuerst werden Sticker geöffnet. Genau, Halloween-Sticker und so. Den habe ich schon geöffnet, da war leider ein bisschen zu schnell. Ich habe noch ein seltenes Pack, hast du das auch gekriegt? Ja, aber da war bloß Grütze drin. Wie immer, oder? Ich hab einen neuen Spielcharakter. Boah. Und jetzt werde ich mir gleich noch einen neuen Spielcharakter holen. Ich habe nämlich schon ein bisschen Geld gesammelt. Cool. Ich nicht. Ich mache jetzt nur die Grütze auf, um es mit deinen Worten zu sagen. Das ist ein Tubrio. Ah ja, mal gucken. Zwei neue Zombies. Zwei neue Fußsoldaten freigeschalten. Mal gucken. Ach, wie süß, Katzendrache. Als Pflanze. So eine Drachenpflanze mit Katzenohren. Halloween-Pack. Ja, irgendwie. Also ich habe ja die letzten Tage immer mal ein Halloween-Pack aufgemacht. Ich habe mich ja wirklich immer eingeloggt. Aber es ist immer dasselbe gewesen. Immer so eine Katzendrachenpflanze da, was du gerade sagtest. Mhm. Dann irgendwie so ein Franken-Zombie oder sowas. Und so einen ollen Zombie mit einem Kürbis im Kopf. Ja, den habe ich jetzt auch gekriegt. Ich habe die ganze Tage nichts anderes bekommen. Nochmal so ein Pilz oder so irgendwas so. Was mache ich denn jetzt heute? Ich habe ja ich spiele zu selten. Ich habe immer noch keine. Wobei die Kommando-Erbs habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Oh, was habe ich denn hier? Die habe ich zwischenzeitlich mal bekommen. Stinky die Schnecke habe ich auf dem Kopf. Na, das ist doch mal was. Retro-MK-Erbs. Hm. Ja. Was haben wir denn hier so schönes? So. Dann mache ich jetzt heute mal die Kommando-Erbse. Die habe ich ja nicht. Ich nehme die Gifterbse. Ausnahmsweise mal was ich habe, was nicht du hast. Das gibt's auch selten. Team-Sieg. Wer zuerst 50 Jahre hat gewonnen, ja? Genau. Was ist das? Oh, toll, ich habe jemanden. Zählt wiederbeleben, macht man da wieder Punkte gut? Ja, ich glaube, das zählt auch. Ja, wiederbelebt minus 1. Boah, ey, du blöde Sonnenblume, ich hab dich wiederbelebt, du könntest mich mal heilen. Hm. Sowas von kollegial, die Leute. Das ist ja unfassbar. Ich hab jetzt mal geguckt, wo denn die Levelgrenze bei dem Spiel ist, weil wir uns letztes Mal darüber unterhalten haben. Ja, erzähl. 233. Sauber. Also da haben wir so noch ein bisschen was zu tun. Warum genau 233? Ja, keine Ahnung. Einfach so. Gab es da keine Begründung oder so irgendwas? Nee, ich habe nicht mal richtig rausgefunden, wann das erhöht wurde. Die werden das wahrscheinlich mit Upgrades noch immer noch so ein Levelchen dazu machen oder so, ne? Also es ging von 153 auf 233. Das war das Einzige, was ich gefunden habe. Mhm. Ja, mittlerweile ist es ja schon fast wie so ein Free-to-Play-Konzept, weil du ja immer Gegenstände dazu kaufen kannst, wenn du bockig bist. Ah. Ja, du kannst ja bloß Münzen kaufen, oder? Ja, aber von den Münzen kannst du ja wieder Gegenstände kaufen. Ja, gut, okay. Also Sticker-Pakete, ich meine. Ja, für faule Leute ist das. Ja, wenn man nicht so viel Zeit hat oder so, keine Ahnung. Genau. Ah. Ich habe ja auch schon mal geguckt, was Münzen kosten. Ach ja, und? Naja, so 200.000 Münzen kosten 9,99 €. Boah, geht eigentlich, oder? Also ich meine... Ja, so ein paar kriegst du quasi damit. Fünf Spielecharakter, ne? Kriegst ja, du genau. Dafür. Aber 10 Euro für 5 Charaktere ist... Das ist schon teuer. Ah ja. Naja, andererseits kannst du sie ja selber freispielen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht ja, wenn so. Man sich die Zeit ans Bein bindet. Ja, klar, aber ich meine, man spielt hier ein Spiel jetzt auch nicht unbedingt, weil man durchkommen möchte, oder? Nee, legend, also vor allem jetzt nicht sowas. Ja. Oh, shit, Wichtkick. Also, das ist irgendwie also für mich ist da der Eigen-Ehrgeiz größer, dass ich die selber so kriege, irgendwie. Ich weiß nicht. Aber gut, das kann ja jeder für sich entscheiden. Ich will da ja auch
gar nicht irgendwie da rumnölen. Jetzt habe ich erfolgreich auf mich aufmerksam gemacht und treffe niemanden. Scheiße. Wo sind sie denn eigentlich? Welche Leuchten spielen die da eigentlich? 6, 7, 6. Boah, shit. Aber bleib liegen, bleib liegen. Ja. Okay, super. Aber halt ein bisschen Ausschau. Ich habe von hier oben 2 oder 3 gesehen gleich. Die Sonnenblume heilt auch niemanden, oder? Die hatte ich vorhin schon. Ja, jetzt Farbe. Ah. Wo sind sie denn hier alle? Da ist was. Treffen mit der Giftabsefindigung bin ich so wirklich einfach. Aber die ist ein harter Gegner, diese blöde Gifterbse. Mit der musst du doch umgehen können. Wenn das andere auch können. Ich habe übrigens letztens ganz nett so Anekdote und so. Ich hab ein Video gerendert und irgendwie hat es nur 1 Minute 30 von unserem Video gerendert. Weiß nicht, ob du das zufällig gesehen hast bei mir auf dem Kanal. Ich habe da bloß in den Kommentaren gelesen, dass so viel die voller Länge hochgeladen hast. Ja, genau. Das ist, wurde ich ja darauf hingewiesen von jemandem. Danke nochmal, by the way. Und ich hatte Gott sei Dank die Rohfassung noch nicht gelöscht gehabt. Konnte es also nochmal neu rendern. Aber was ich viel genialer fand, ist, dass wieder so, es gibt ja diese Menschen, die dir nur ein Abo geben, weil sie selber ein Abo wollen und sowas. Ja. Und jetzt bin ich gestorben. Und da hat mir jemand drunter gepostet, halt so, oh, super cooles Video, kriegst ein Abo und Daumen hoch. Und dieses Video, das nach 1 Minute 29 oder sowas abbricht, mitten in deinem Satz. Ja, also, das ist, finde ich, schon arg dreist irgendwie, oder? Also... Ich hab auch ein entsprechendes Kommentar drunter geschrieben, daraufhin hat er dann seins gelöscht und ich habe das Video sowieso gelöscht und neu gemacht, aber ja. Also Spam landet automatisch immer im Spam-Ordner. Ja, bei mir auch. Und ich habe mir dann aber den Spam-Ordner dann halt mal durchgesehen, weil ich halt eben dieses Kommentar hatte, dass es eben nur 1:30 war und ich dachte, naja, vielleicht hat noch irgendjemand anders das bemerkt oder keine Ahnung, irgendwie sowas, hab halt, wollte mal gucken. Und dann kam das halt so. Und ja, da habe ich dann auch gedacht, hier, geilo. Also es ist schon irgendwie, ich meine, jetzt geht meine Maus gerade nicht. Ah, ich habe zu viel gelästert, verdammt. Die spinnt manchmal ein bisschen. Ich glaube, ich brauche mal eine neue Batterie. Gott sei Dank habe ich hier welche. Beschützt mich mal alle. Nee, aber also wenn man sowas macht, dann sollte man doch zumindest so ein bisschen durchs Video durchscrollen, dass man gerade nicht den größten Bock mit Mist verzapft, oder? Wenn ja, also. Naja, Hauptsache Kommentar da gelassen. Ja, irgendwie. Ja, ich bin da nicht so der Typ für. Also wenn dann gucke ich mir Sachen an, weil sie mich interessieren und nicht, weil ich Leute für den Kanal will, aber. Und wenn ich Werbung für den Kanal mache, sicherlich nicht so. Ah, Mann. Ja, das war wieder gut. Oh. Ich habe gesehen, du hast jetzt einen schicken Kanaltrailer, so mehr oder weniger, ne? Ja, mehr oder weniger. Also ich wollte ja eigentlich sowas wie einen Trailer machen und dann bin ich so ins Labern verfallen und dann habe ich gedacht, ach komm, kannst auch ein Resümee draus machen. Also das muss man sich unbedingt mal angucken, sehr interessant. Habe ich schön gemacht, ne? Mit den es sind 7 oder 8 verschiedene Schnitte von Let's Plays mit drin. Ja, also ich fand es wirklich sehr gut. Das freut mich. Aha. Hast doch einen Daumen hoch dafür gekriegt. Ach, das ist aber lieb von dir. Yay. Und wir sind auf der Gewinnerseite gerade. Heute läuft alles gut. Ich krieg Komplimente für meinen Trailer. Und wir gewinnen auch noch dabei. Und ich habe aber keinen Sound mehr. Also bei mir spinnt gerade hier irgendwas rum. Ja, ja. Bei mir läuft tatsächlich an. Oh, shit. Und ich habe doch noch... Oh, ich dachte gerade, ich wäre von der Rakete erschossen worden. Es war aber nur ein All-Star. So. Spawnen wir. Nein. Da ist er. Ja, nein. Oh. Ich bin jetzt auch schon wieder zigmal abgekratzt. Ich muss mir angewöhnen, nicht immer gleich Respawn zu machen. Hier lohnt es sich ja, wenn man mich findet. Wobei ich mal das Gefühl habe, dass das kaum ihn interessiert.
Na? Ist halt auch ein weites Feld so, ne? Und man wird halt vielleicht auch nicht immer gleich gefunden. Ja, stimmt, die Karte ist an sich eigentlich recht groß. Komm, Oh, Rache aus ich dem bin Grab, Rache aus dem Grab. Da war noch ein Jalapeno. Dann halt doch nicht. Achso, jetzt warte ich. Ich liege hier tot und warte. weg. Was war denn das? Noch 10 Abschüsse. Aha. Das. Gleich, naja, das wird aber jetzt doch jetzt nochmal knapp geworden. Stimmt, die holen auf. Das geht ja gar nicht. Was macht man denn da? Warte. Konzentrieren vielleicht. Da sind sie. Oh, hier ist eine ganze Meute. Obwohl, ich glaube, hier komme ich nicht lebend raus, genau. Also da, wo ich tot liege, sind alle. Falls dir das irgendwie weiterhilft. Die Frage ist, wo liegst du tot rum? Kriegst du das nicht angezeigt? Kreuz und so. Nee, ich sehe zwar, ich habe zwar hier irgendwie Da so unten ein. in diesem Sumpf, jetzt bin ich auch weg, aber in diesem Sumpfgebiet, wo auch dieses. Ist das ein Raumschiff oder so irgendwas liegt? Oh. Jetzt sind sie ja fast gleich auf mit uns. Jetzt hört es aber langsam auf hier. Jetzt ist es nicht mehr witzig. Ja, ne? So. Wow, Alter. Es sind da auch Stimmt. eine Person Ich mehr habe wie die wir. Punkte. Warte, das ist für immer ihn mehr. Oh. Ja. Eine Person. Die macht's aus. Da schießt's. Ist doof, wenn man ihn stört. da musst du ja warten, bis du siehst. Ah, jetzt haben wir es aber wirklich gleich geschafft. Schnell. Ja. Haben wir gewonnen? Woo! Ja. Sieg auf ganzer Linie. Oder sowas von. Tatam, Sieg für die Pflanzen. So. Und ich habe leider Schön. kein Geld, irgendwas aufzumachen. Nee, ich auch nicht. Ich habe jetzt auch genug aufgemacht. Nächste Runde vielleicht. Genau. Ne? Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann reicht das erstmal wieder, wa? Ja, nächste Runde dann auf der Seite der Zombies, oder? Ja, ich muss bloß mal ein Spiel neu starten. Ja, ich hoffe, es Okay. hat euch gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge einfach wieder. Bis denn. Bis denn, tschüss.